Wir wollen 3 Punkte mitnehmen. Das war die Zielvorgabe für den 1. FC Saarbrücken. Die hatte Trainer Jürgen Luginger gestern ausgegeben. Zum Tabellennachbarn Chemnitz ging's und der FCS ist in dieser Saison wirklich sehr auswärtsstark. Würden nur die Auswärtsspiele gewertet, dann wäre der 1. FC Saarbrücken Dritter der dritten Liga. 3 Punkte in Chemnitz, also eine durchaus realistische Zielvorgabe. Frank Rundhefer. Mütze auf und los geht's im Stadion an der Gellertstraße. 600 Kilometer Anreise für die rund 150 FC-Fans. Und die sehen Markus Heyer in der Startelf. Marcel Ziemer fällt mit Grippe aus. Die ersten Minuten hier gehören dem CFC. Pfeffer. Dem macht es Stegerer leicht. Kegel. Tor. 1-0, 21. Minute. Schöner Pass von Pfeffer und Kegels zweiter Saisontreffer ist Maßarbeit. Die Führung nicht gerade schädlich für Gerd und seine Mannschaft. Saarbrücken pomadig, schwerfällig, dann Handspiel von Tim Kruse. Knifflig, denn er fällt da auf den Ball, trotzdem Freistoßentscheidung von Schiedsrichter Göpfrich. Fink. 2-0, 26. Minute und das ist bitter für den FC. Das drittbeste Auswärtsteam der Liga kann in Chemnitz nicht wirklich mithalten. Den CFC vor der Pause nicht aufhalten. Finks 6. Saisontreffer. Und die Frage, warum geizt Saarbrücken heute mit seinen Reizen? Zweite Hälfte, Chemnitz quirlig, lustvoll, beweglich und spielfreudig. Der FC schaut nur zu. Kegel, Fink, Kegel, 3-0, 49. Minute. Das deutliche Ergebnis ist tatsächlich Spiegel der Kräfteverhältnisse. Kegel vernascht alle 9. Chemnitz stark, Saarbrücken schwach. Darum steht es 0-3 aus Sicht des FCS. Und wenn nichts zusammenpasst, dann passt eben auch nichts zusammen. Eggert. Laux, nicht zu glauben. Dann fällt der Ball plötzlich aus dem heiteren Himmel. Fink, 4-0. Jetzt ist es eine Abstrafung. 57 Minuten gespielt, 7. Saisontor für Fink. Der FC wird hier plattgewalzt. Die Vorlage kommt von Torhüter Pemke. Kruse verschätzt sich völlig. Fink macht alles richtig. Und wenn nichts zusammenpasst, ja, Sie können es sich schon denken, Fehler Birk, Kohler, es passt einfach heute nicht. Die 72. Minute, Foul von Wilke an Stegerer. Aber wenn nichts zusammenpasst, dann kann trotzdem mal was gelingen. Laux 1-4, sowas nennt man Ehrentreffer, nicht weniger, aber auch nicht mehr. 1-4 verliert Saarbrücken und muss sich eingestehen, das war nichts heute. Der eine andere Spieler hat vielleicht, das wird ein Sonntagsspaziergang hier, aber hier muss man aggressiv, zweikampfstark dagegen halten, sonst hat man keine Chance, so wie heute. Und am Ende muss der FC froh sein, nicht auch noch einen 5. Treffer kassiert zu haben. Kaum zu fassen, wie schwach Saarbrücken heute war, nicht erklärbar, warum Saarbrücken heute so schwach war. Und nach diesem nun dann doch Sonntagsspaziergang gucken wir mal auf die Drittliga-Tabelle. Preußen-Münster weiterhin vorn, punktgleich mit Osnabrück auf dem 2. Platz, 29 Punkte. In der 1. Tabellenhälfte gibt es den FCS gar nicht mehr, aber Chemnitz ist jetzt 9. mit 21 Punkten. Dann kommen die Stuttgarter mit 18 und dann der 1. FC Saarbrücken mit 17 Punkten auf Platz 11. In der Abstiegszone Darmstadt, Erfurt und Dortmund 2, jeweils 10 Punkte.